So, hallihallo und herzlich willkommen. Ich habe letzte Folge aus Versehen noch das Teil hier geöffnet. Wir können hier nicht weiterlaufen, okay. Das war eigentlich gar nicht beabsichtigt, aber okay. Jetzt kommen wir auch an den ran, sehr schön. Oh, und bei dem waren wir schon. Jetzt können wir also hier rein. Also, bist du bereit? Dann gehen wir. Oder möchte ich erst nochmal ansprechen? Hallo, suchst du wieder Streit? Und schon wieder bei mir? Was hast du denn für ein Problem? Auf für den Kampf! Vollidiot, ab geht's! Halt, warte, ich wollte ja auch LP-Fortschritt immer speichern. Anfang der Folge, gut. Fick dich, geh verrecken, du Arsch. Leck mich. Der doch nicht. Tu ich nicht? Doch, tu ich. Okay. Damit ist die obere Ebene wohl hoffentlich geklärt. Wir sind so gut wie tot. Das ist keine gute Idee. Das sollte uns nicht nochmal passieren. Aber wir sehen schon, das wird ein ziemlich harter Kampf. Mana auffüllen? Nee, jetzt noch nicht. Na toll, ihr habt wieder alle gar nichts, ihr Loser, ey. Dich kriege ich aber tot. Souverän gemeistert, Junge. Ja, vielen Dank, du. Okay, er hat Selbstmord begangen, weil er nicht mehr in unserem Team sein wollte. Ja, danke, du Arsch. Was ist mit dem kaputt, ey? Noch so ein dummer Gardist, ja? Die kriegen wir alle weg. Das sollte jetzt nicht unser großes Problem sein. Ja, wo ist er denn jetzt? Keine Ahnung. Der wird hier jetzt schon irgendwo auftauchen, würde ich mal sagen. Meine Fresse, ey. Das war echt mal ein ziemlich knappes Manöver. Nehmen wir mit. Wir müssen auf jeden Fall diesen Ork finden. Und so wie wir die Orks kennen, hängen die irgendwo ganz tief in der Höhle drin. Ach so. Ja, toll. Oh, da ist vielleicht noch einer. Scheiße. Den habe ich übersehen. Wo ist denn jetzt mein Kumpel hier? Wollt ihr mich verarschen? Ah, was machst du bitte? Wetten, er hat hier unten noch nicht mal mehr einen geklärt. Wir sind alle in übelster Gefahr, sobald wir auch nur hier runtergehen. Da ist er. Hey, du Trottel. Geh mit, du Depp. Okay, hier gibt es vermutlich auch wieder ziemlich böse Minecrawler. Will ich denn hier überhaupt hin? Wo ist er denn? Mein Gott, Junge! Oh oh, da unten sind die bösen Minecrawler. Die sind gefährlicher. Ach du Fuck, was sind das denn für Viecher? Minecrawler, Warrior. Euer fucking Ernst, ich hoffe, die Viecher sind mal nicht gegen... Sie
Sehr praktisch. Diese Schuppen sollten wir mitnehmen. Aber hier wollten wir erstmal gar nicht hin, deswegen gehen wir wieder zurück. Komm gefälligst mit, du Idiot, ja? Tu mir den Gefallen, blamier dich nicht mehr so sehr. Komm. Wir können die Leiter sehr wohl benutzen. Willst du mich verarschen? Wieso kannst du die Leiter nicht benutzen? Ach so. Wir müssen die Leiter andersrum hochsteigen. Okay. Ergibt Sinn. Und wenn wir uns jetzt weit genug bewegen sollten, sollte er uns auch folgen. Wo ist er? Wo ist er? Ich habe mir ausgeplündert. Wo ist er? Bitte komm die Leiter hoch. Ja, danke. Jetzt komm mit. Und zwar erstmal hierhin. Dankeschön. Jetzt kommst du auch mit. Und zwar hier den Weg runter, ja? Sehr gut. So. Jetzt müssen wir einen dieser Gardisten noch umlegen. Wen erwischen wir? Dich. Weg hier. Fuck. Okay, wir haben ihn bald. Aber erstmal heißt es wieder hochheilen. Heißt dich trinken, dich trinken. Vielleicht einen von dir, jawohl. Und dich. Und nochmal dich, weil wir eh genug von dir haben. So, Spiel speichern, yo. Wieder unsere Feuerwaffe ausrüsten. Der Typ brennt übrigens immer noch, was ein bisschen ungesund ist vermutlich. Schlechte Idee, schlechte Idee, schlechte Idee. Man sollte nur attackieren, wenn man auch die Chance hat zu treffen. Souverän gemeistert, Junge. Für einen, der überhaupt nichts hinbekommt, möchte ich nichts hören, ja. Souverän gemeistert, Junge. So muss man die fertig machen. Na super, jetzt kann ich wieder nicht testen, ob die hier, wie schadensresistent die überhaupt sind. Oh fuck, nicht runterfallen, bitte. Auch hier sind wieder nur Platten von diesen Kriegern vermutlich. Das ist nicht der Hauptteil der Mine. Als her mit deinen Items, du dummes Stück Scheiße. So. Was war das? Hier baut irgendeiner Erz ab. Gib mir alles, was du hast. Gib mir das und das. Keine. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Junge, hallo? Bleib ganz ruhig. Bitte töte nicht diesen Butler. Was machst du da? Wieso hast du den getötet, du Idiot? Das war ein Freund, du Depp. Oh, Leute. Mit dem machst du aber was durch, ey. Das sag ich dir aber. Ja, egal. Jetzt ist er weg. Wo können wir noch hin? Reisschnaps. Ja, leck mich doch. Ah ja, bevor ich es vergesse. Wir werden zwar eh demnächst vermutlich wieder laden müssen, weil ich Licht nicht benutzt habe. Aber wenn man es dann schon heller machen kann, dann machen wir es auch heller. Und ich sehe wirklich, dass wir wohl hier scheinbar falsch sind. Wo müssen wir stattdessen hin? Doch darunter, hä?
Wir brauchen einen Ort, von wo aus wir die... What the fuck? Von wo können wir die denn attackieren, bitte? Ich hatte jetzt nicht davor... Uns bleibt wohl keine andere Wahl. Wir müssen da jetzt tatsächlich runter. In die Höhle der Löwen. Noch kommt er da nicht hoch. Wen bitte greifst du hier an? Kannst du mir was erklären? Hallo, von mir aus können wir unseren Streit vergessen. Auf in den Kampf! Du wirst die Stellung nicht halten. Du wirst keine Sekunde die Stellung halten. Das kannst du vergessen. Ich will von dir Erfahrungspunkte mitfarmen. Ich möchte einfach, dass du da bist. Hast du eigentlich einen Lebensbalken? Kannst du sterben? Nee, ne? Sehr gut. Selbst wenn du sterben kannst, dann ist deine Lebenserwartung doch ziemlich hoch. Hä? Wo müssen wir denn jetzt lang? Okay, hier geht's wohl nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier wieder hoch. Da hier ist er, okay. Das heißt, wir würden uns auch diese Leiter wieder mit hoch folgen. Ja, wir schaffen das schon. Die meisten haben wir vermutlich schon getötet. Das ist, denke ich mal, in Ordnung. Hier kommen wir zurück. Wo müssen wir weiter? Kommst du eigentlich hochgeklettert, bitte? Er kommt nicht hochgeklettert. Das heißt, wir gehen mal etwas auf Abstand. In der Hoffnung, dass er dann entsprechend hinterherkommt. Bitte. Junge? Die Folgemechanik der KI ist nicht so schön. Ach, da ist deine leichte Armbrust. Ja, ist von mir aus. Wo ist er denn? Da oben rennt er rum. Er muss also nur noch die Leiter. Aber oh, der Kerl, der backt schon wieder rum. Das heißt, er kommt die Leiter nicht alleine hoch. Hallo, Junge. Bleib ruhig, beruhig dich. Hallo. Jemand aus dem alten Lager ist verstorben und dein Name wird dabei erwähnt. Auf in den Kampf! Woher willst du das wissen? Das weiß doch überhaupt gar keiner, dass ich hier bin. Das heißt, die sind vor mir gewarnt. Scheiße. Kommst du mir hinterher, bitte mal? Wie kriege ich dich denn jetzt hier wieder hoch? Muss ja ehrlich sein, ich habe damit gerechnet. Wahrscheinlich rennt er wieder im Kreis, oder? Ja, er rennt wieder im Kreis. Ja, mir ist das jetzt egal. Bisher hat er uns eh kaum was geholfen. Entsprechend können wir auch alle anderen alleine weghauen. Wir haben sonst nichts zu tun. Die Frage ist, wo können wir denn jetzt noch angreifen? Unser Licht ist auch bereits wieder vorbei, das heißt, wir haben schon wieder 5 Minuten gebraucht. Alles, was wir finden müssen, ist dieser dumme Troll. Mein
Minecrawler-Suppe. Euer Ernst? Ihr macht Suppe aus den Viechern? Wir sind jetzt hier wieder im gefährlichen Teil. Sehr schön. Die erleiden also gerade so genug Verbrennungsschaden, dass sie auf dem Weg zu uns krepieren. Alter, was ist denn das für ein Lager? Hilfe, Leute! Okay, wie kommen wir hier jetzt runter? Gott, ey. Bitte hört mir doch auf, ey. Verarsch dich doch selber, bitte. Bitte attackier den richtigen, danke. Verreck am Feuerschaden, du Idiot. Mana voll hoch. Ist das Viech verreckt? Wo ist es hin? Sie brennen nicht mal mehr. Herzlichen Glückwunsch, du bist nicht der dümmste Mensch auf der Erde. Du kommst nah dran. Wie kann man den Angriff abbrechen, wenn Mr. Vollidiot zu dumm ist zum Scheißen? Bock mehr. Na los, komm her, Arschloch. Wo ist der andere Wichser? Nein, du läufst nicht gegen diese Wand. Ist dir eigentlich bewusst, dass dir hier ein Viech, ein gar tödliches Viech durch... Ey, fick dich, Junge. Wieso attackiert der uns nicht? Meine Fresse. Was war denn das jetzt? Mr. Tohu Wabohu kann's nicht, oder wie? Volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 11, 12, 13, 14, 15... Bis zum Ende oder was? Ey, leck mich doch. Hier müssen wir jetzt weiter. Ich will diese Mine jetzt erforschen. Ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf, ey. Die Mine ist völlig uneinsichtig. Ich habe keine Ahnung, was wir denn jetzt überhaupt machen müssen. Jetzt mal ernsthaft. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wir können jetzt hier wieder hoch. Und das müsste, wenn ich mich nicht täusche, geht's hier weiter. Bitte, Idiot, verarscht die Leute nicht. Ach, guck mal. Hi. Tarok brauchen Hilfe. Tarok verletzt. Dann müssen wir dich heilen. Was ist geschehen? Tarok hier gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten.
Rote Soldaten töten alles. Tarok hierhin geflohen. Rote Soldaten nicht gehen hierhin. Rote Soldaten fürchten Gahluk. Bitte helfen. Tarok verletzt. Das sind vermutlich Minecrawler. Was kann ich für dich tun? Tarok brauchen starke Medizin. Tarok, sonst sterben. Das ist schlecht. Gahluk mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin. Tarok haben Medizin, aber Tarok verlieren. Tarok nicht finden. Na super. Minecrawler. Was bedeutet Gahluk? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Gahluk gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten? Jawohl, meine ich. Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Das ist schön. Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Urshak waren Sklave wie Tarok. Urshak gelaufen weg, seien viele Winter her. Dein Freund sagte, du könntest mir ein Ulumulu machen. Tarok sehr schwach. Tarok ohne Medizin sterben. Fremder bringen Medizin. Dann Tarok helfen. Ist kein Problem, mein Freund. Ich werde die Medizin wiederfinden. Tarok sehr schwach. Fremder beeilen, sonst Tarok sterben. Das wäre eine Katastrophe, daher... Wo sind denn diese Wichsviecher schon wieder? Da unten. Fick dich, du Kackviech. Oh, das war vielleicht dumm. Kommt man hier runter? Oder wieder hoch? Hier gibt's keine Leiter. Jetzt mach ohne Scheiß. Wie komme ich denn hier wieder runter? Also hoch? Jedes Mal derselbe Scheiß mit diesen Kackviechern. Kann ich dann einfach hier... Bitte visier die Viecher an. Danke. Nein, guck nicht so blöd! Einer weniger. Wo ist der zweite? Hast wohl Angst vorm Feuer, hä? Kannst du mich mal am Arsch lecken? Komm her, du Wichser. So, als erstes mal wieder Licht. Als zweites, verdammt, Waffe rein. Oh, wo hast denn du jetzt Medizin versteckt? Leck mich doch, du Arsch. So wie es aussieht, da hoch kommen wir nicht mehr, oder? Kommen wir da wieder hoch? Na klar, kommen wir da wieder hoch, sehr gut. Okay, dann war meine Sorge ja unberechtigt. Komm her. Oh, er ist schon tot. Wo könnte diese Medizin sein? Bolzen. Dann ist hier ein weiterer Teil der Mine. Erstmal wieder hochheilen. Wir haben fast 60 Mana, das ist frei sehr schön. Nochmal speichern. Bisher ist hier noch kein Bolzen. Ja, den anderen Depp sind wir natürlich wieder losgeworden. Der findet uns hier niemals. Da hinten sind noch zwei. Wo wir gerade da sind, Waffe ziehen. Dich ficken wir. Wer tot ist, kann uns nicht mehr wehtun. Okay, hier sind also mehr Gardisten und irgendwo ist dem seine Waffe.
Direkt. Direkt, du Wichser. Wer mir so kommt. Oh, fuck, da ist hier noch einer. Scheiße. Haben wir noch Feuer? Mehr als genug. Wo ist er? Wo ist er? Heil mich, heil mich. Na, wir machen den auf die klassische Art und Weise fertig, indem wir ihn einfach mit unserem Feuer unter Dauerbeschuss nehmen. Du hast es gar nicht verdient, weiterzuleben, du Wichser. Wir riskieren nichts. Wir haben schon einige Gegner wieder umgehauen. Deswegen trinken wir jetzt nochmal Tränke. Das nehmen wir mit. So, das nehmen wir auch mit. Feuer raus. Fick dich! Du bist so gut wie tot. Einfach einen kalt machen. Ja, das ist eine gute Frage. Wer von euch lebt denn noch, ihr Wichser, hä? Keiner, richtig. Wie es bereits gesagt wurde, eine gute Rückendeckung ist alles. Daher clearen wir erstmal die restlichen Gardisten hier oben. Hi, du. Nein, 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 nein! Ah, ich dreh durch. Verdammt, wieder dieser Scheiß-Bucky. Ich sollte nicht mehr mit denen reden. Der lässt sich halt auch nicht mehr beheben. Kein Esk für mich. Okay. Ja, dann würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Gothic. Begrüßung verkackt, egal. Also, bis dahin, tschüss.